Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder Caravan Salonging 2022 oder so. 750. Wohnwagen. Klein, leicht, individuell. Na, das sind drei Sachen auf einmal. Ob das wirklich geht, das gucken wir uns an nach dem kleinen Intro. Tschüssi. So, pass auf, ich habe dir ja versprochen, ja, bei Dingen, mit denen ich mich nicht auskenne, da hole ich mir immer einen Experten ran. Den habe ich gesucht, aber leider nicht gefunden. Aber wen ich gefunden habe, das ist der Thomas. Thomas, du bist hier Chef und King Dingeling. Das bin ich, ja. Von 750. Na, das ist ein Wortspiel. Ist ein Wortspiel, 750. 750. Ihr seid eine deutsche Manufaktur aus Fuldabrück. Ich glaube, das ist bei Kassel. Ganz genau. Das und somit in Hessen. In Hessen. Gut, da sagt man so Sachen wie Gude und so ganz abgefahrene Sachen. Ja. Aber das ist gar nicht hier mit der Dialektik, das wollen wir uns gar nicht interessieren. Ich bin gerade stehen geblieben, weil ich mir dachte, ich habe so leise in meinem Kopf gehört, nämlich Klingelingeling bei uns in der Facebook-Gruppe. Da kommen manchmal die Wünsche auf, zeig mal das größte Wohnmobil der Welt und zeig mal dies und das und manchmal eben auch, zeig doch mal was Kleines. Genau. Für kleine Autos, E-Autos. Ja, da ist ja auch gerade so ein bisschen Bewegung in der ganzen Materie. Und dann bin ich hier langgelaufen. Pass auf, ich zeig dir das mal ganz kurz, wie ich hier langgelaufen bin. So. Und dann habe ich, dachte ich, Mensch, das ist klein. Und klein ist wahrscheinlich auch leicht. Klein ist leicht. Thomas, pass auf, bevor wir da jetzt mal reinhüpfen, also Ja. Leichten Fußes. Ja. Erzähl doch erstmal, wer seid ihr denn eigentlich? Ja, wir sind, wie gesagt, eigentlich haben wir einen anderen Job. Ich bin Autoaufbereiter, meine Frau ist auch noch im Berufsleben. Und irgendwann vor 2 Jahren haben wir das so, als Corona begann, haben wir darüber nachgedacht, die Leute wieder ein bisschen beweglich zu machen, weil keiner fliegen konnte, keiner mit dem Bus weg konnte. Also es waren so ein paar Corona-bedingte Neucamper. Einfach eine Idee. Das Wort. Ne? Aber eben auch die, die angefangen haben und gesagt haben, ey, Camping geil, genau. Zelt, gut, jetzt bei der Bundeswehr habe ich das oft gemacht. In meinem biblischen Alter nicht mehr so einen großen Bock drauf. Aber ich will eben auch nicht so einen 1000-Meter-Wohnwagen mit mir rumziehen, sondern etwas Kleines. Und dann kam ihr ins Spiel. Dann kamen wir ins Spiel. Wir haben einfach überlegt, was geht, was kann man auf kleinen Raum alles reinpacken, was notwendig ist. Gar keinen großen Schnickschnack. Pass auf, lass mich überlegen, was hätte ich denn ganz gern? Ich habe ja noch gar nicht so wirklich reingeguckt. Ich bräuchte ein Bett. Hammer. Hammer. Ich bräuchte irgendwas zum Kaltbier. Hammer. Oder Cola. Hammer. Hammer. Fernsehen brauche ich definitiv. Und somit eben auch ein bisschen Strom. Hätten wir auch. Alles abgedeckt. Was brauche ich noch? Ach, Wasser. Wasser. Wasser, um mal, weiß ich nicht, Füße waschen oder so, wenn sie ordentlich haben stinken. Selbst für die Notdurft hätten wir was. Kochen. Notdurft ist Pipi machen, ne? Pipi Kackerland. Ja, genau. Habt ihr auch was? Hätten wir auch was. Kochen. Ja, Käffchen, kochen. Käffchen, Süppchen, ein Tee frühs. Nee, auf gar keinen Fall. Kaffee. Aber einen schönen Espresso aus einer Bialetti. Oder wahlweise eine schöne Erbsensuppe von Sonnenwassermann mit Würstchen. Geht auch. Wir fangen draußen an. Also wenn du mich jetzt fragst, ich bin Laie. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von nicht besonders viel. Das ist ein normaler Anhänger, oder? So genau. Ein Koffer. Wie sagt man Kofferanhänger? Für Laien ist es ein ganz normaler Kofferanhänger, wie es der Handwerker oder Kleingartenbesitzer auch benutzen, um einfach mal was zu transportieren. Ist nichts anderes. Ganz, ganz schlicht. Einfach nur ein Kofferanhänger. Den kann ich so, also jetzt nicht komplett so, aber so mit dem Chassis und so kaufe ich den beim Obi. Standard. Kannst okay. Den Obi, wir kaufen es natürlich beim Hersteller. Scheißegal. Weil es dann für euch günstiger sein wird. Ja, genau. Das hoffe ich, dass ihr wirtschaftlich ein bisschen ordentlich besser als wir arbeitet. Und dann gehst du hin und sagst, naja, ich muss ja irgendwas verändern an der Karre. Richtig. Was hast du denn? Oder nehmen wir doch einfach den. Das wird doch so ein normales Teil sein. Wenn wir hier oder? Anfangen, um dass das überhaupt das mal ein Wohnwagen werden darf, braucht er zwingend ein Fenster. Weil und sonst kein Wohnwagen ist. Ja, und er braucht eine Zwangsbelüftung. Die könntest du jetzt anhand von einem Lüftungsgitter einbauen. Ja. Das machen wir nicht. Wir verbauen einfach eine schöne Dachhaube, wo eine integrierte Zwangsbelüftung drin ist. Verstehe ich. Somit haben wir ein zweites Kriterium, was wieder zum Wohnwagen tendiert. Was ich grundsätzlich schon mal geil finde, ist, mutmaßlich ist das Glas. Genau. Wir haben darauf Wert gelegt, dass wir Echtglasfenster verwenden. Und sind super stabil. Plastidinger da. Genau. Kannst mal am Gestrüpp vorbeifahren, auch wenn der Anhänger klein ist. Aber ja. Wenn du einen kleinen Anhänger hast, nimmst du auch mal eine engere Kurve.
Also Gestrüpp macht aber groß keine Kratzer. Ja, wenn ich mich in meinen Porsche Cayenne sitze, merke ich den ja gar nicht mehr. Nee, habe ich nicht. Ich habe gar kein Auto, ich bin eine ganz arme Kirchenmaus. Das finde ich schon mal schön. Dann beklebt ihr den so, was ist das hier? Genau, das ist auch eine Eigenentwicklung von uns. Und zwar ist das ein Dachgepäckträger. Der ist zugeschneidert für das Modell von Anhänger. Wir können aber auch für alle anderen Anhänger Dachträger herstellen. Achso, du hast doch eine lange Stange. Genau. Film noch mal hoch. Man kann den Film, kannst du? Ja, geht. Prinzipiell super stabil, ist komplett aus Aluminium, Vollaluminium, 5 mm stark gefertigt und nochmal Pulver beschichtet. Also da gammelt auch auf lange Sicht nichts. Ne, zumindest hast du nicht mal, das Ding. Genau, hast du nochmal die Möglichkeit, nochmal, wenn du ein Dachzelt hast oder möchtest das mitnehmen, nochmal 2 extra Schlafplätze zu schaffen. Ach, Dachzelt haben wir da vorne ja 1000 Stück gesehen, genau. Das kann man da oben rauf tackern. Genau. Weil ist ja Dach und Dachzelt ist ja dann Dachzelt. Verstehe. Okay, sehr cool. Was ich mich gerade frage ist, ihr habt hier oben, habt da so ein... Ja, ist auch eine Eigenentwicklung. Markise würde ich es einfach mal benennen. Ja, es ist eigentlich ein Vorzelt, ein Heckzelt. Ja, und das haben wir jetzt... Nee, so. Das ist erstmal nur eine Markise. Das für ist eine Markise. Zelt fehlt mir ja was. Richtig. Und da hast du aber die Möglichkeit, die Seitenteile anzubringen. Sehe ich hier. Genau, hast du die Möglichkeit, 3 Seitenteile anzubringen. Dann hast du trotz der kleinen, geringen Raumhöhe nochmal einen stehohen Raum. Im hinteren, im einen Ausgangsbereich, um dich mal umzuziehen, vielleicht mal zu waschen oder nasse Sachen draußen zu lassen. Das kann ich aber bei euch schon mitordern. Das muss ich jetzt nicht irgendwie bei Vigo oder so. Nein, kannst du direkt mal mitordern. Und es ist auch integriert in den Dachträger. Es ist ein System. Okay. Kannst du mit oder ohne Zelt. Das ist wurscht. Verstehe. Und dann die Seitenteile sind dann auch so oder sind die mit Fenstern zweifelsfrei? Die kannst du mit Fenster. Kannst du auch sagen 1, 2 oder 3 Fenster. Das war ja damals im Fenster schon geil. Du musst dich entscheiden. 2 Fehler, 3 Fehler sind frei. Genau. Plopp! Plopp, das heißt, wir machen weiter. Du kennst mich noch nicht so richtig, oder? Nein. Du kannst es dir aber schon vorstellen, ich bin ein sehr dynamischer Mensch. Ja. Ich bin ein Cyborg. Okay. Gut, darfst du keinem weitererzählen und du bist auch still. Abends Steckdose, morgens wieder Power. Ich brauche Platz. Ja. So, jetzt haben wir hier natürlich bauartbedingt nicht so viel. Das ist ja auch nicht ungefähr 20.000 Quadratmeter. Kann ich nicht hier vorne noch einfach irgendwie eine Kederschiene ranballern? Kann man auch. Man kann endlos weiter bauen, weiter kreieren. Wir haben jetzt erstmal nur so im Groben mitgebracht, was wir jetzt so schnell verfügbar hatten. Okay. Vom Prinzip, wenn du bei uns orderst und sagst, ich hätte gerne noch eine Markise dran oder ein komplettes Vorzelt. Einfach eine Keder, dass ich mir hier noch einen Sonnensegel oder was reinziehen kann. Das ist individuell, das ist kein großer Aufwand. Also sind wir ganz flexibel. Okay, cool. Ja. Pass auf, jetzt haben wir lange drumherum geredet. Also drumherum, Wortspielwoche. Jetzt gehen wir mal, kann man da reingehen? Nach dir. Ja. Du willst mir wieder nur auf den Popo gucken. Und guck mal hier, für die gediegenen Herrschaften sogar mit einer... Geht das oder bricht das? Das geht. Was denkst du von uns? Ja, du weißt ja nicht, was ich wiege. So, jetzt hüpfe ich hier mal rein. So, pass auf. Du sagst erstmal nichts, ich gucke erstmal. Ich sehe, hier oben ist ein Himmel. Der ist ja eine, oder auch die Wände, die sind ja in normalen Kofferanhängern, sehen die ja nicht so aus. Die sind einfach nur weiß. Ja, klar. Standard. Da schmeiße ich ja einen Ikea-Billy-Packs rein. Das macht ihr also. Dann habe ich hier eine Sitzbank und die ist tatsächlich sogar, also für 2 Personen mehr als groß. Wir könnten im Zweifelsfall sogar 4 Leute. 4 sitzen. Der Campingnachbar mit seiner Frau. Glas Wein, kleines Filmchen, was man halt so macht, ne? So, und dann sehe ich hier einmal Fenster mit ihr Fliegenbums. Dann sehe ich einen Spiegel, da steht ja Melli immer total drauf. Und ich sehe hier, das ist die Dachhaube mit der integrierten Zwangsbelüftung. Genau. Okay. Und das reicht dann? Da muss ich jetzt... Ah, du hast ja gar kein Gas drin, oder? Wir haben kein Gas. Das einzige Gas, was wir an Bord haben, ist unser Campingkocher. Den gibt es dazu, den kann man sich einfach dazu kaufen oder wer es selber schon einen hat, kann den dann verwenden. Das ist halt puristisch, um auch einfach diese Gasprüfung ausschließen zu können. Ich wollte gerade sagen, und zum einen brauchst du ja, da war ja gerade ein Denkfehler. Übrigens, Flecktarn finde ich super. Danke. Ich habe einen Wakeboard-Helm, der sieht auch so aus. Dann brauchst du ja so einen Bodenauslass. Gas im Wohnwagen, schwer. So, pass auf, was sehe ich jetzt? Jetzt sehe ich hier einen Tisch. Dann sehe ich hier schöne Polster. Und hier sehe ich übrigens auch von einer coolen Firma, von der Firma 3H. Die kommen aus Bremen. Richtig. Die machen mit Kälte und so. Klimaanlagen zum Beispiel. Du brauchst dich gar nicht, ein kleiner Tipp, brauchst dich gar nicht zu bücken. Das ist gut. Deinen rechten Fuß auf die Aluschiene und kannst mit dem Fuß nach vorne gleiten. Das ist schon geil, weil ich ein fauler Typ bin. So, und dann habe ich hier eine, was ist das für eine Coolbox? Der hat 18 Liter Fassungsvermögen, kühlt bis minus 20 Grad, ist auch mit einer Handy-App steuerbar.
das braucht, kann das auch gern so bedienen. Ansonsten geht es auch manchmal. Doch, finde ich geil. Stich, kann ich meine Klimaanlage auch, die ist auch von der Firma. Und dann mache ich wieder so. Hab mir das Bierchen, davon sehen, oder die Frau gibt es mir. Also ich kann was kalt machen. Habt ihr dann nur die oder habt ihr auch unterschiedliche Varianten? Wir haben diese immer fest im Programm, weil die super in unseren kleinen Anhänger passt. Ja. Wir haben aber auch andere Größen von 18, 25, 35 und okay. Dann geht es weiter mit Kühlschränken. Ja. Immer je nachdem, was der Kunde sich aussucht, das bauen wir ein. Okay. Dann habe ich hier oben, ach super, übrigens, kannst du dich erinnern, als ich gesagt habe, was brauche ich? Schlafen? Haben wir. Kaltes Bier? Haben wir. Zum Schlafen muss ich wahrscheinlich umbauen, weil wenn ich hier liege, passt meine Frau, die ist recht schlank, aber da passt er trotzdem nicht hin. Schlafen ist kein Problem. Wie mache ich das? Das ist simpel, wie in herkömmlichen Wohnwagen halt auch. Der Tisch hat einen Klappfuß, Ja. Den kann man einklappen, nach unten legen. Ja. Dann haben wir hier zwei extra Borde, die kommen hier dahinter. Die hier, ne? Genau, okay. Und dann legt man einfach nur die Rückenlehnen, diesen Pass genau hier in diese so Fläche rein. Und dann haben wir 1,32 mal 2 Meter Liegefläche. Und man kann auch so ein Board separat noch mal nutzen, wenn man mit 5 Leuten sitzen möchte. Ach, sitzen. Kann man das hinter den Tisch, der ist ja verschiebbar. Ah. Kann man hier noch ein Board einlegen und ein einzelnes Kissen, was immer überbleibt beim Bett, Ja. Da drauf und dann habe ich hier auch noch mal einen Sitz. Oh, da muss man aber hoffen, dass die vorher nicht einen Chili con Carne gegessen haben. Ja, das Boom. Ist nicht ratsam. Fernseher haben wir drin. Genau, das ist immer optional. Viele Leute haben sowas schon oder machen das auch mit ihrem Laptop. Und schauen ihre Filmchen und streamen das. Ich brauche jetzt, da meckern die immer alle. Fernsehen muss drin. Sehr gut. Aber Fernseher und aber auch eben Licht, das braucht ja, wenn der Hamster gerade Ruhepause hat, Strom. Richtig. Und da habe ich beim Reinhüpfen gerade schon was gesehen, was ich auch schon mal gesehen habe, nämlich, guck mal da, Melanie, da haben wir, ach, du bist schon längst drauf, wir haben da nämlich eine Ecoflow. Genau. Ecoflow. Ja. Ist eine der kleineren Modelle, aber für unseren Camper ausreichend genug. Von der Leistung her, wir können das, was wir getestet haben, ein gutes langes Wochenende, können wir unsere Dreier-Kühlbox betreiben. Das Licht hält endlos, ist LED. Ich kann nochmal Handy laden. Ich denke, die meisten kennen das Ding. Und wir sind begeistert davon, deswegen haben wir sie jetzt auch im Programm. Die Ecoflow gibt es ja auch noch in unterschiedlichen Größen. Ich habe die letztens auch diese Riesenbums, wie hieß die denn nochmal? Oh, das meine Hose ist die Delta kaputt. Wahrscheinlich, ne? Also das richtig groß, auch gigantisch. Ein halbes Dorf mit versorgen. Genau, aber für uns überdimensioniert, deswegen bleiben wir einfach bei dem kleinen Modell. Alles cool. Hier kann ich Handy. Hier sehe ich nochmal 230 Volt. Ja, können wir auch einfach mal zumachen. Wir bauen unsere Camper so, dass wir alles mehrfach, wir versuchen alles mehrfach nutzbar zu machen. Ja. Das heißt, fängt ja bei der Kühlbox an, die kannst du einfach rausnehmen, transportierst sie, wenn du nur mit dem Auto unterwegs bist. Ja. Das gleiche kannst du natürlich mit der Ecoflow auch machen. Wenn ich zum Strand laufe und... Genau, hier dazu gibt es dann immer noch ein Faltpanel, kennt auch jeder, bist du auch wieder autark. Ja. Das heißt, du kannst alles mehrfach nutzen und wir bauen immer so, dass wir das mit Steckern. Ne, wir machen keine feste Verkabelung, wir sagen, stell rein, steck Plug an. Plug and play. Genau, weil es gibt ja auch Leute, die bei uns Anhänger kaufen oder bestellen, die dann vielleicht schon einen Mitbewerber oder ein anderes Modell haben. Ja. Und das möglich zu machen, dass der das nicht auch noch kaufen muss, kriegt das einfach mit Steckverbindung. Punkt um. Ne? Da habe ich auch was gesehen. Genau, Spülbecken zum Kochen, Zähneputzen, Waschen. Eine Therme habe ich nicht drin. Nein, die haben wir nicht. Bei uns gibt es Kaltwasser. Wenn du Warmwasser brauchst, einfach mit dem Gaskocher, der ja auch da ist. Ja. Kann ich kurz zeigen. Ach so, wo hast du den, ne? Den haben wir hier im Schrank. Da steht der kleine Gaskocher. Okay, der klassische Einflammengaskocher. Genau. So habe ich übrigens, genau mit dem habe ich Campen angefangen. Damals noch mit Zelt. Reicht vollkommen aus. Kannst du hier oben draufstellen. Hast dann die Dachöffnung, wenn es mal schlecht Wetter ist, dann kann die Schwaden nach oben abziehen. Ja, verstehe. Ich denke, ist für unsere Raumgröße. Das ist cool. Ich glaube tatsächlich, also ohne eure Zielgruppe jetzt bis ins Detail zu kennen, die Zielgruppe ist wahrscheinlich derjenige, welche der sagt, ey, ich möchte viel unterwegs sein. Richtig. Möchte jetzt auch nicht jeden Tag auf einem Campingplatz 5 Wochen stehen. Obwohl ich da unterbrechen muss. Wir hatten am Anfang gedacht, dass wir nur junge Leute einfangen damit. Nee, das war noch alt. Ist aber ganz falsch. Wir haben gerade ältere Herrschaften, die dann sagen, wir machen so lange, so viele Jahre Camping, aber das wird uns alles zu groß und zu schwer. Wir wollen was Leichteres. Ja. Und da wir wandern gehen oder sich einfach spazieren, reicht uns das zum Schlafen aus. Und die tendieren zu dem kleinen Wohnwagen, weil sie den einfach viel besser handeln können. Auch vom Eigengewicht her. Das ist ja ein super wichtiges Thema, das riecht so ein Ding. Genau, das ist jetzt ein 1300 Kilo Anhänger, das ist gar kein 750er. Das ist aus unserer Entstehungsgeschichte, haben wir den ersten auf 750 Kilo gebaut. Ja. Was aber dann eigentlich eine Milchmädchenrechnung war, weil die meisten Leute
kaufen den 1300 Kilo Anhänger, weil den darfst du auch mit mehr Fahrzeugen ziehen durch die Auflaufbremse. Okay, hast trotzdem die 100 km/h Zulassung, Stoßdämpfer sind verbaut. Ja. Und vom Gewicht her ähneln die sich, der 750er und der 1300 Kilo Anhänger. Die weichen gerade mal um 22 Kilo plus minus ab. Okay. Das ist dann die Auflaufbremse und vom Fahrverhalten super. So, was wiegt jetzt die Karre? Der wiegt jetzt mit dem großen Dachgepäckträger und allem, was du hier drin siehst und auch mit EcoFlow und Kühlbox, alles was hier drin ist, wiegt der 590 Kilo. Ohne den Dachträger, ich sag mal, die gängigen Modelle, die wir bauen, ohne die ganzen Geschichten hier dran, liegen bei 520 bis 560 Kilo. Easy peasy. Den könntest du auch mit deiner alten Kiste gezogen haben. Und zwar auch mal mehr als 40 km/h. Das könnte meine Mutter ziehen mit ihrem kleinen Auto. Mutter kann das ziehen, ey. Wir haben Leute mit Elektroautos, die bei uns mieten. Und das hatte ich ja eingangs gesagt. Elektroauto ist natürlich auch, da tut sich ja auch viel und die werden jetzt auch besser. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, für ein Elektroauto ist sowas besser als ein 650er, keine Ahnung, Fendt. Und wir haben viele Leute, die haben eigentlich schon ein großes Wohnmobil, haben ihre Kiddies. Zack an den dahinter. Genau, damit die Kiddies ihren eigenen Raum haben, ihre eigene Rückzugszone. Weil irgendwann geht man sich dann auch mal auf den Wecker und somit hat man die ein bisschen. Also ich nehme immer eine Karte mit, nicht weil mir die Kinder auf den Senker gehen, die sind ja gar nicht immer mehr, aber man könnte ja noch mal ins Internet gucken, unter 750-camper.de. Ganz genau. Musst du uns zwingend noch irgendwas sagen oder haben wir alles? Nö, haben wir alles, oder? Ist soweit, bis auf die Notdurft, die hast du mich noch nicht gefragt. Also weil ich wahrscheinlich gerade war, deswegen, aber das, wo ist das die kann denn? Sein. Also nicht direkt neben deinem linken Bein haben wir da noch mal eine kleine. Ach, hier so ein Porta-Potti-Ding da. Genau. Gibt natürlich auch viele andere Modelle, Trockentrenntoiletten und. Ja, Trenntoilette finde ich gar nicht so geil. Ach, das ist immer eine Geschmackssache. Die einen tendieren dahin, die anderen tendieren dahin. Hier, das ist auch gut mit USB und 230 Volt. Also ich kann essen, das andere, schlafen, Fernsehen gucken, Licht. Alexa kann ich hier auch antackern. Läuft. Sehr gut, Melli. Also ich könnte mir vorstellen, dass du so ein Ding natürlich auch ganz gerne nehmen in deinem großen Fuhrpark hättest. Was müsste die Melli denn für so ein kleines Schätzchen auf dem Tisch? Also für das Schätzchen musst du 16.090 Euro bezahlen. Da ist alles dabei, auch die 100 km/h Zulassung. Ist auch ein echter Wohnwagen, es ist kein Kofferanhänger mehr, das alles hat Einzelabnahme bekommen. Ja. Und der hat halt irgendwie seinen Preis durch das, was wir eingebaut haben. Du, legitim. Also vor 10, 5 Jahren hättest du ja gesagt, da hast du einen Schatten. Ganz genau. Heute sehe ich aber die anderen Preise und sage, Mensch, dann musst du doch immer noch. Es ist auch immer abhängig davon, welches Anhängermodell nehme ich. Wir bauen ja auf einem hochwertigen Anhänger von einer deutschen renommierten Firma. Name lasse ich jetzt raus, weil es gibt auch andere tolle Firmen. Gibt ganz viele. Wir haben uns einfach für den entschieden, weil wir gesagt haben, der ist rein optisch mit seinen Aluminiumkanten hier. Ja. Sieht das ein bisschen mehr nach Wohnwagen aus, das war unser Ziel. Ja. Ne? Und ohne die anderen da schlecht zu reden, das ist nicht die Prämisse. No. Aber die meisten Leute, die bei uns bestellen, landen irgendwo zwischen 12.000 und 14.000 Euro. So, das ist ein solides Ding. Das ist ein solides Ding, denke ich. Und das Allergeilste bei uns ist einfach, du hast die Farbauswahl. Du hast ja alle Farben, die du hier drin siehst, vom Kunstleder bis über die Polsterstoffe. Ich hab da auch Camouflage? Wir haben auch Camouflage. Komplett Camouflage. Geil, Melli, das zeigen wir noch. Pass auf. Du musst auch mal nach hinten laufen. Melanie. Boah, guck geil. Stehe ja gerade voll drauf. Genau, als das Ding. Boah, ja, deine Mutter. Polsterstoffe in vielen, vielen Variationen. Ne? Ach so, und das ist ja auch noch ganz wichtig. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt, ihr sitzt in, wie heißt das, Fuldabrück? Fuldabrück bei Kassel. Dass ich jetzt nach Fuldabrücke rankomme und sage, den oder den, ich komme zu dir und wir besprechen, was ich gerne hätte. Genau, bringst ein bisschen Zeit mit und dann trinken wir da eine Tasse Kaffee. Meine Frau ist dann auch dabei, weil die einfach der kreative Kopf ist. Das kenne ich. Im Design. Das kenne ich. Und die berät dich dann ganz toll. Und dann fangt ihr an, den Bohrer zu schwingen, hätte ich was gesagt, den Schraubendreher. Genau. Und dann dauert das so wie bei den anderen Herstellern 20 Jahre. Nee. Wir sind flexibel. Wenn wir alles ausgewählt haben, dann bestellen wir das, was noch fehlt an Material. Ja. In den meisten Fällen geht das schnell, wenn es keine Lieferschwächen gibt. Ja. Und wenn wir Glück haben, ist da ein Anhänger so zwischen 6 bis 10 Wochen lieferbar. Fertig. Das würde also bedeuten, wenn ich sage, okay, die Saison ist jetzt eh bald rum, aber im Herbst fahre ich nach Fuldabrück, dann habe ich nächste Saison die Karre da stehen. Ganz genau. Ganz genau. Läuft das Ding, oder? Mensch, Melli, hast du noch irgendeine Frage? Dann sage ich vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Ja.
Habe ich viel Blödsinn ja? Nö, ging, nee, oder? Alles gut. Für meine Verhältnisse war das noch ganz entspannt. Super. Wir hüpfen weiter. Caravansalon 2022 ist ja noch lange nicht vorbei. Vielen Dank. 750. 750 Camper aus Kassel-Fulda-Brück. 750, es gibt so den 180 zum Beispiel beim Wakeboard. Ja. 180 ist einmal halb rum. Das ist ein 180, wir machen jetzt ein 750 und uns von dannen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Wir sind weg, die Melli und der Stefan. Thomas. Und der Thomas. Jetzt. Tschüss. Tschüss. Mach's gut.